Meine Damen und Herren, wir haben uns etwas verspätet. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Nicky ist ein kleiner Gangster, der seinen Boss übers Ohr gehauen hat, um Geschäfte auf eigene Rechnung zu machen. Nun fürchtet er die Rache des Geprellten und bittet seinen Freund Mickey, ihm zu helfen. Das, verehrte Zuschauer, ist die Ausgangssituation des amerikanischen Spielfilms Mickey und Nicky, der gleichermaßen ein Panorama des nächtlichen New York und ein Porträt zweier Freunde und ihrer Freundschaft zeichnet. Die Regisseurin Elaine May hat diesen Film unabhängig von den großen Hollywood-Firmen produziert und inszeniert. Es hat 3 Jahre, von 1973 bis 76 gedauert, ehe sie ihn endlich fertigstellen konnte. Die Darsteller des merkwürdigen Freundespaares sind Peter Falk und John Cassavetes. Es scheint, dass Cassavetes, der ja zu den wichtigsten Regisseuren des jungen amerikanischen Films gehört, einiges von seinem Inszenierungsstil in den Film eingebracht hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Begegnung mit Mickey und Nicky.